Ja, guten Abend zur Pressekonferenz hier in Salzburg vor dem Champions League-Spiel morgen Abend um 18.45 Uhr. Ich begrüße auf dem Podium den Cheftrainer Marc van Bommel und Pavao Pervan. Ich würde auch darum bitten, zunächst die Fragen an Pavo zu stellen, damit er dann zeitnah zum Training gehen kann. Und ich habe gehört, ein Mikrofon ist unterwegs für die Fragen. Deswegen bitte ich um ein kurzes Handzeichen für die Fragen an Pavo. Dort bitte. Salzburger Pavao, wie schwierig wird diese Aufgabe morgen aus Ihrer Sicht für Wolfsburg? Salzburg aktuell 4 Punkte jetzt nach den ersten beiden Runden. In der Gruppenphase spielt eine sehr starke Saison. Wie herausfordernd wird das? Ja, ich glaube, wir sind alle gewarnt vor Salzburg. Es wird natürlich extrem schwer, weil wir versuchen werden, uns gerade zu Hause auch mit den Zuschauern im Rücken ihr Spiel aufzuzwingen. Und ich glaube, dass die nicht umsonst so erfolgreich in der Gruppe dastehen. Wenn du 5 Elfmeter bekommst in 2 Spielen, dann spricht das schon natürlich auch für die Qualität der Truppe. Und da kommt einiges auf uns zu und auf das haben wir natürlich hoffentlich die richtigen Antworten. Andreas Pallmann hier vorne, erste Reihe. Frau Bauer, du hast lange in Österreich gespielt. Wie ist deine Wahrnehmung von diesem Verein, der in Österreich so weit über allen anderen steht und fast konkurrenzlos ist? Ist das schon etwas, wo man sagt, okay, das ist toll für den österreichischen Fußball international, oder ist es dann auch national ein Problem, weil es ein bisschen ähnlich wie in Deutschland oft halt sehr eintönig wird? Ja, ich glaube, dass es national gesehen schon auch die anderen Mannschaften besser gemacht hat, weil natürlich die anderen mitziehen müssen, um nicht total abzufallen. Phasenweise gelingt es, aber nichtsdestotrotz muss man einfach sagen, dass hier überragende Arbeit geleistet wird und dass im Endeffekt ein neutraler Fan stolz sein sollte auf das, was Salzburg erreicht hat und auf die Werbung, die Salzburg für den österreichischen Fußball macht, weil man natürlich, wenn man europaweit schaut, viele Mannschaften, viele Top-Mannschaften sieht, die Spiele in ihren Reihen haben, die Vergangenheit bei Red Bull Salzburg haben, und auf das kann man schon stolz sein. Und man muss natürlich auch den Hut davor ziehen, wie all diese großen Spieler, die den Verein verlassen, immer wieder gut und neu besetzt werden. Oder ersetzt werden. Da vorne nochmal. Haben wir über Salzburg gesprochen, lassen Sie uns auch kurz über Wolfsburg sprechen. Jetzt 6 Spiele in Folge sieglos. Wie groß ist der Druck aktuell schon? Der Druck ist da, das ist, finde ich, auch nicht unbedingt ein Problem. Das gehört dazu zum Fußball. Ich glaube, in Drucksituationen wächst man auch, wenn man die dann natürlich positiv bestreitet. Von dem her muss man von dem nicht zwingend Angst haben. Man muss sich dem Druck stellen. Ich bin nie ein Freund davon gewesen, vor irgendwelchen Ängsten oder so davon zu laufen, sondern möchte mich denen immer stellen und in solchen Situationen bestehen. Und wir sind halt jetzt in so einer Situation, dass wir 6 Spiele hintereinander nicht gewonnen haben. Und ja, wir werden versuchen, das Ruder rumzureißen. Haben eine gefestigte Mannschaft, einen erfahrenen Trainer, der schon viel erlebt hat als Spieler und uns auch richtig auf das Spiel einstellen wird, nicht nur was die Taktik angeht, sondern auch mental. Und von dem her habe ich großes Vertrauen darauf, dass wir morgen die Wende schaffen. In der ersten Reihe Kurt Hofmann. Aber du gehst mit deiner Rolle als Nummer 2 in Wolfsburg leise und vernünftig um, aber ich frage jetzt mal ganz offen, wie sehr ist es manchmal so, dass das ein Wurm, weil man vielleicht doch nur die Nummer 2 ist, gerade wenn man es am Heimatland spielt? Natürlich würde jeder lieber am Platz stehen, das ist ganz normal. Also als kleines Kind habe ich mir nie vorgestellt, in der Champions League bei einer Pressekonferenz zu sein, sondern am Spielfeld zu stehen. Das ist ganz normal, aber das ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Ich komme meinem Ziel näher und ja, ich gebe meine Träume nicht auf und wie gesagt, ich bleibe da dran und möchte natürlich so viele Spiele, wie es geht, bestreiten. Bin mir aber natürlich auch dessen bewusst, dass Kuhn hier die Nummer 1 ist und auch zu Recht spielt. So ehrlich musst du zu dir selber sein, aber ich darf auch mir selber Hoffnungen machen und sagen, dass ich Tag für Tag besser werden möchte, um ihm eben immer Tag für Tag ein Stück näher zu kommen und meine Chance zu nützen, wenn sie dann kommt. Erste Reihe nochmal, Andreas Pallmann. Ja,
wenn man deine Rolle dann hier sieht, auch im Verein, in der Mannschaft, auch deine Bedeutung in der Mannschaft, unabhängig davon, ob du spielst, inwieweit hast du jetzt schon die Überlegung, was nach der Saison passiert? Dein Vertrag läuft aus, das Kicker-Interview gestern las sich ein bisschen so, als würdest du gerne bleiben. Ist das richtig interpretiert und wie ist da sozusagen der Stand aus deiner Sicht? Ja, es ist richtig interpretiert. Ich würde gern bleiben, weil ich mich ganz einfach wohlfühle. Ich bin glücklich. Hört sich vielleicht komisch an, wenn ein Sportler, der nicht Woche für Woche spielt, sagt, dass er happy ist und dass er sich wohlfühlt. Aber bei mir ist es der Fall. Ich kann nur auf mein Gefühl hören und meinen Instinkten vertrauen. Und bis jetzt bin ich damit immer gut gefahren. Und ja, ich möchte bleiben, werde natürlich auch noch Gespräche führen mit den Verantwortlichen. Und ich glaube, dass oder hoffe natürlich auch, dass Sie mit mir zufrieden sind und dass wir da eine gute Lösung für alle finden. Daniel Hotop. Du hast schon gesagt, es läuft gerade nicht so gut bei euch. Wie kannst du auf deine Kollegen einwirken, damit ihr das Ruder wieder herumreißt? Das ist natürlich so, dass ich jetzt nicht versuche, mich total zu verändern, weil ich glaube, das merkt dann auch ein Mitspieler. Ich versuche schon, meiner Linie immer treu zu bleiben und einfach die Stimmung in der Mannschaft auch hochzuhalten. Wenn wir gewinnen, bin ich jetzt auch nicht derjenige, der als Kasper da durch die Gegend läuft und das will ich jetzt auch nicht bei Niederlagen tun. Ich versuche, viele Einzelgespräche zu führen, versuche auch zu erkennen, wer es vielleicht ein bisschen nötiger hat, gerade ein Gespräch zu führen als der andere und versuche einfach ehrlich auf jeden zuzugehen und ihm das Gefühl zu geben, dass er halt einfach auch sehr wichtig ist für diese Truppe und dass er mit Kleinigkeiten die Stimmung oder den Erfolg wieder zurückholen kann, weil ich habe auch mal mit einem Mentaltrainer gearbeitet und da ist so ein Satz hängen geblieben, der zu mir immer gesagt, es reicht ein einziger in einer Gruppe, der schlecht drauf ist, um das Klima zu vergiften, aber das Gute ist auf der anderen Seite, wenn auch nur ein einziger in einer Truppe, die vielleicht nicht gerade funktioniert, gute Stimmung reinbringt, dann reicht das aus, um sag jetzt mal alle wieder auf diese positive Seite zu ziehen. Und ich möchte derjenige sein, der da vorangeht und der das schafft. Und so gehe ich das Ganze an und versuche einfach nur für jeden Mitspieler da zu sein. Tim Lüdecke. Jetzt bist du der Torwart. Im Training wirst du es da das eine oder andere Mal mit den beiden Stürmern von euch zu tun bekommen. Der eine kann jetzt nicht spielen, der andere wird auflaufen. Kannst du mal die Unterschiede skizzieren zwischen Wout und Lukas? Und wer bereitet dir im Training mehr Probleme? Boah, ich muss ehrlich sagen, dass beide im Training gegen mich nicht treffen. Von dem her fühle ich mich mit beiden wohl. Aber Wout ist halt einfach so ein Mentalitätsspieler, ist wirklich jemand, der sich alles in seiner Karriere sehr, sehr hart erarbeitet hat, der sehr, sehr guten Abschluss hat, der großes Vertrauen auch in seine Fähigkeiten hat und weiß, dass er jederzeit das entscheidende Tor schießen kann. Er ist wirklich so ein Typ, der auch in jedem Spiel als Matchwinner den Platz verlassen will. Das zeichnet ihn, glaube ich, aus. Auf der anderen Seite haben wir Lukas Mecher, der einfach ein hochtalentierter, hochbegabter Spieler ist, der vielleicht in den Bewegungen, in der Technik noch mal feiner wirkt als Wout, einen überragenden Abschluss auch hat und auch schon beim Man City natürlich tolle Erfahrungen sammeln konnte, großes Tempo hat, den Ball auch gut behaupten kann. Und beide Spieler wirklich unterschiedlich, aber können uns beide enorm helfen und passen wirklich sehr, sehr gut zu dem Verein. Dann hier vorne in der ersten Reihe nochmal der Kollege von Sky. Darf ich die Nummer von deinem Mentaltrainer haben? Weil das scheint zu wirken, oder? Vom Selbstvertrauen her, das passt. Ja. Nicht ganz ernst gemeint. Xaver Schlager fehlt, ist natürlich der große Bezug zu Salzburg. Wie sehr fehlt er tatsächlich auf dem Platz mit seinen Qualitäten? Ja, wenn du einen Spieler hast, der davor fast durchgespielt hat, dann musst du natürlich sagen, dass das natürlich ein ganz, ganz wichtiger Spieler für uns ist. Auf der anderen Seite haben wir echt einen wahnsinnig großen, breiten Kader, der vielleicht dem Trainer hier und da Kopfzerbrechen bereitet. Von dem her, glaube ich, schmerzt natürlich unglaublich, dass Xaver nicht da ist, aber auf der anderen Seite ergeben sich dadurch wieder Möglichkeiten für andere Mitspieler und ich glaube, dass es jetzt nicht so ist, dass wir es an dieser Person festmachen dürfen, dass wir jetzt sagen, okay, Xaver ist nicht da gewesen und deshalb haben wir die letzten Spiele nicht gewinnen können.
Aber wir sind natürlich froh, wenn er uns wieder zur Verfügung steht, weil natürlich Xaver auch nochmal seine Stärken mitbringt und einfach dieses große Ganze auch komplett macht. Gut, dann vielen Dank an dich, Paavo. Dann bist du entlassen zum Training. Okay, danke. Und dann können wir direkt weitermachen mit den Fragen an den Trainer. Wir starten mit Andreas und danach Kurt, hier vorne in der ersten Reihe. Egal. Andreas. Marc, wenn du jetzt Manager und nicht Trainer wärst, würdest du mit dem Mentalitätsbolzen, der da gerade neben dir saß, würdest du morgen den Vertrag mit ihm verlängern? Paavo, das habe ich ja schon gehört. Ich glaube, dass wir jetzt 10 Minuten angefangen haben mit die PK, wie er hier sitzt, wie er sich bewegt in die Mannschaft. Er ist ein sehr erfahrener, sehr selbstbewusste Kerl, der in die Mannschaft sehr, sehr wichtig ist. Und das hört man oft. Ja, der ist wichtig in der Kabine. Ja, lieber gut auf dem Platz, dann wichtig in der Kabine, sagen die Spieler. Aber er ist op en top Profi. Wenn jemand da sich hängen lässt oder da passiert was, ist Paavo immer da. Und das ist das Schöne für einen Trainer, dass wenn man einen Ersatztorwart hat, so wie Paavo, der auch noch Auge hat auf die Mannschaft, nicht nur auf sich selbst, ja, dann ist man sehr froh. Ja, das habe ich nicht beantwortet, oder? Bestätigung. In so einer Situation, die Spiele, die nicht gewonnen worden zuletzt in den Niederlagen, sagen dann Spieler gerne, Champions League ist ein anderer Wettbewerb. Ist dann dadurch eine andere Situation und man kann das vielleicht gar nicht so vergleichen. Ist das wirklich so, dass das einen Unterschied macht in der Situation jetzt mit den Niederlagen zuletzt in der Bundesliga, dass ein anderer Wettbewerb hilft in dem Moment? Nein, es ist halt ein anderer Wettbewerb. Das habe ich selber auch erfahren als Spieler und das ist halt so. Bundesliga ist völlig anders als Champions League. Das ist einfach gesagt und das ist eigentlich, das macht eigentlich keinen Unterschied, wenn man die Spiele nicht gewonnen hat, sechs in Folge. Da muss man ruhig bleiben und ich glaube, dass ich jetzt auch die nächste Frage irgendwo beantworte. Da muss man ruhig bleiben, so wie wir das auch waren in die Vorbereitung nach dem Pokalspiel, waren wir auch ruhig geblieben. Und es war auch ein anderer Wettbewerb, Bundesliga oder DFB-Pokal und Champions League und Bundesliga. Das ist halt das Fußballgeschäft, dass es hin und her geht und man muss bei jedem Spiel muss man dabei sein. Aber zurückkommend, dass man ruhig sein muss und bleibt, man muss immer das Gleiche machen. Und das haben wir gemacht nach die 4 Spiele, wo wir Bayernjäger waren. Und das machen wir jetzt auch, wo man 6 Spiele nicht hintereinander gewonnen hat. Und man muss natürlich auch wieder die einzelnen Spiele betrachten oder beobachten. Wie ist das zustande gekommen, dass wir die Spiele nicht gewonnen haben? Und dann kann man das von taktischer her sagen oder von Tagesform oder von einer Schiri-Entscheidung. Also man kann nicht nur die 6 aufeinander einen Haufen werfen und sagen, ja, 6 sieglose Spiele. Natürlich, statistisch und von Ergebnis her stimmt das zu 100%. Aber wenn man die Spiele betrachtet und ihr habt die alle gesehen, dann kann man pro Spiel einiges sagen und deswegen müssen wir auch einfach weitermachen. Weil es liegt doch ganz nah aneinander, dass man die Spiele gewinnt oder verliert. Und das ist auch wieder das Schöne am Fußball, dass es halt so ist und dass Details manchmal entscheiden. Hier vorne in der ersten Reihe. Ich habe schon viele Fragen beantwortet, glaube ich, oder? Kirchtag, Kronenzeitung, Herr van Bommel, für die Buchmacher ist Salzburg morgen der Favorit. Würden Sie das auch so sehen oder nicht? Das sieht man oft, dass Heimmannschaften immer niedriger bewertet werden, also sag mal besser bei den Bookmaker. Also das soll morgen auch so sein. Dass derjenige, der zu Hause spielt, dass der Favorit ist, ja. Michael Augustin, dort hinten. In Deutschland reden mittlerweile sehr viele Journalisten, sehr viele Kollegen, sehr viele Manager über Karim Adeyemi von RB Salzburg.
Ist das der Schlüssel zum Erfolg morgen, ihn auszuschalten? Ist er der wichtigste Spieler bei RB Salzburg? Er ist ein sehr wichtiger Spieler und ein sehr guter Spieler. Aber das wäre, wie sage ich das jetzt gut auf Deutsch, das wäre nicht respektvoll, sage ich das gut, nicht respektvoll zu die Mannschaft, wenn wir nur einen Spieler ausschalten und wir können das Spiel gewinnen. Nein, das ist eine Mannschafts... wie sagt man das gut jetzt? Erfolg auf jeden Fall. Er ist ein Teil davon, ein wichtiger Teil. Also von daher kann ich auch ja verstehen, dass sehr viele Vereine in Deutschland und nicht nur in Deutschland über ihn reden. Ja, hallo, Wout wird ausfallen. Können Sie damit jetzt schon sagen, dass Lukas für ihn spielen wird? Und eben schon angeklungen, worin würden Sie die Unterschiede skizzieren und was hat das auch für einen unterschiedlichen, unterschiedliche Auswirkungen auf das Spiel des VfL in der Offensive? Es kann gut sein, dass Lukas spielt. Wout ist leider nicht dabei. Und das ist schade, weil es sind zwei verschiedene Spielertypen. Also wenn man die beide dabei hat, dann kann man auch mal auswechseln oder dass sie zusammenspielen, geht auch. Nochmals, leider ist Wout nicht dabei und ja, der Unterschied, Lukas ist anders wie Wout. Und wenn wir das jetzt genau beschreiben, ja, Wout ist groß, nicht so schnell wie Lukas. Lukas ist kleiner, also so kann man natürlich jeden Spieler so beobachten und besprechen. Aber es sind halt zwei verschiedene Typen. Viel gesagt, keine Antwort, ne? Vielleicht, wenn ich nochmal nachhaken darf, wie sehen Sie denn jetzt gerade die Gesamtkonstellation in der Gruppe? Also zwei Punkte, Salzburg steht vor Ihnen. Inwiefern ist es richtungsweisend? Na, ich habe schon vorher gesagt, da gibt es Möglichkeiten für uns, aber für jede Mannschaft. Ich glaube, was ich sage, alle anderen Trainer sagen das auch, dass da Möglichkeiten sind, dass es eine ausgeglichene Gruppe ist. Das sieht man auch an die Ergebnisse. Ich denke, dass wir zwei Punkte zu wenig haben. Zwei gespielt, zwei Punkte. Leider keine vier. Und das liegt nah aneinander. Und das würde morgen, glaube ich, wieder, die zwei Spiele werden wieder eng sein. Und so wird das bis zum Schluss gehen, denke ich. Kurt und danach Andreas. Frage zum vergangenen Wochenende. Wie deutlich wurdest du in der Aufarbeitung des vergangenen Spiels bei Union Berlin und speziell gefragt, wurdest du auch deutlich gegenüber Dodi Lukebakio? Ich meine jetzt nicht die Szene bei dem verpassten 1:0, sondern ich meine eher das, was beim 2:0 passiert ist für Union Berlin, wo er da stand wie ein Sanitäter, der zum Unfall kommt und keine erste Hilfe leistet. Ich muss erst einmal denken, wie ist das? Aber ich verstehe es. Jetzt das erste Teil von deiner Frage. Ich habe gedacht über den letzten Teil, aber was war der erste Teil? Mach den zweiten Teil. Aber da war es Sanitäter, ne? Keine Frage. Hast du mit Dodi Lukebakio mal ein ernstes Wort gesprochen, Nein. Dass er sich so, wie er die sich beim 2:0 beim zweiten Gegentor präsentiert hat, nicht präsentieren kann? Aber das erste Teil haben wir hier auf die Mannschaft aufgebaut, oder? Das war der erste Teil der Frage. Also beantworte ich das da. Na gut, wir haben das Spiel verloren, aber normalerweise kommt man in Führung. Aber das habe ich auch zu meiner Mannschaft gesagt. Ich werfe keiner was vor, wenn das ein technischer Fehler ist. Und das war ein technischer Fehler, dass er den Ball nicht reinschiebt. Und das Defensivverhalten, das muss halt besser. Andreas? Nein. Zwei Fragen, die ein bisschen miteinander zu tun haben. Wie sieht es personell insgesamt aus? Janik Gerhardt war noch offen, wie es ausschaut für morgen. Okay, nein. Wie weit mögen Sie uns mitnehmen bei der Überlegung? Sie haben Asta eingewechselt jetzt am Samstag in Berlin. Der drängt sich ja quasi von der Position her auf. Und in dem Zusammenhang ganz allgemein, wissen Sie, wie es Wout geht? Hatten Sie mal Kontakt mit ihm, wie es ihm gesundheitlich auch geht? Und wie er damit mit dem Wout? Wout. Also ja, zwei Fragen. Also Wout und? Asta. Na Wout, ich habe WhatsApp-Kontakt mit ihm.
Es geht ihm nach Umständen geht's ihm gut. Natürlich hat er Corona. Also der eine hat mehr Beschwerden wie der andere. Aber es geht ihm gut. Hoffentlich ist er schnell wieder dabei. Aber das dauert mindestens einige Tage, bis er wieder raus darf. Jetzt muss er hoffen, dass er, so wie bei jedem, dass es nicht so schlimm ist. Aber es geht ihm gut. Aster hat das gut gemacht. Leider hat er die ganze Vorbereitung verpasst, weil das ist immer wichtig für einen Spieler, der neu beim Verein kommt, dass er gleich integriert. Er hat sich ganz schnell integriert in die Mannschaft. Da haben wir auch eine gute Truppe, gute Charaktere, die gleich an junge und neue Spieler gleich in die Mannschaft sich wohlfühlen lassen. Und fußballerisch macht er das auch gut. Und im Training bewerbt er sich selber auch. Er macht das sehr gut und für einen jungen Spieler ist das sehr gut anzuschauen. Man kann schon sagen, dass er einige Erfahrung hat in Belgien. Und ich bin froh, dass er da ist. Nein, Janik ist nicht dabei. Er hat es nicht geschafft, leider. Für ein, zwei Fragen ist noch Zeit da vorne. Willkommen als Servus TV. Was verbinden Sie vielleicht generell mit dem österreichischen Fußball? Sie haben im Nationalteam gegen Österreich gespielt, 2003, in der EM-Qualifikation. Da haben Sie zweimal gewonnen, glaube ich. Was verbinden Sie generell mit der österreichischen Liga oder generell mit Österreich? Österreich, ich glaube, das war 0-3. Ich habe vorher geschaut, was du gemacht hast. Ich glaube, 3-0 und 3. Ja, sowas. Wenn man die Liga betrachtet, schon über Jahre hinweg, ist natürlich Red Bull die beste Mannschaft. Die werden jedes Jahr Meister entwickeln sich auch sehr gut. Jeder redet auch über Red Bull Salzburg, wenn man über Österreich redet. Die Nationalmannschaft war ja natürlich auch Gegner von Holland auf die EM. Was das angeht, Österreich ist in Holland. So wie ich bin natürlich Holländer, beobachten wir das als ein gutes Fußballland, das nicht so einfach ist, ziemlich klein, in die Nähe von Deutschland, natürlich viel größer, viel mehr Aufmerksamkeit, aber vor allem nichts Schlechtes. Dann abschließend noch Christopher Klein. Herr van Bommel, Sie haben als Spieler mit den Bayern gegen Matthias Jeißle, Ihren jetzigen Kollegen, gespielt, der ja sehr früh seine Karriere beenden musste. Haben Sie noch irgendwelche bestimmten Erinnerungen an diese Duelle gegen ihn und Hoffenheim damals? Leider hat er früh aufhören müssen natürlich. Da war er schon ein schlauer Spieler, der gutes Stellungsspiel hat. Also ein Spieler, der über Fußball nachdenkt, denke ich. Also anders wird man auch nicht so jung Trainer. Hat ja hinten gespielt, also Übersicht. Und wenn man dann leider sich verletzt, fängt man schon schnell an, weil man liebt das Fußball, dann will man gerne im Fußballgeschäft bleiben. Und das ist das Trainer angefangen und macht er das bisher sehr gut. Und auch nochmal Holland-Österreich, 3-0, 3-1. Bayern-Hoffenheim war es, glaube ich, 2009. Oder? Wir? Hoffenheim auch nicht. Aber er macht es halt gut. Punkt. Ich wollte gerade sagen, das war der nächste. Sehr Roberto neben mir, oder? Ja. Genau. Gut, vielen Dank und dann sehen wir uns gleich beim Training.